Herzlich willkommen, Leute, zu meinem fünften Part von Final Fantasy 3. Ja, ich hatte ja hier einen kurzen Quicksave gemacht. Wir sind ja in der Höhle. Und ich hoffe, wir kriegen das auch hin. Wir haben ja jetzt von der Prinzessin erfahren, dass die, dass der Djinn ja ein Feuerdämon ist. Das heißt, Eis ist effektiv gegenüber den Djinn. Wir gehen erstmal hier runter. Mal gucken, ob wir hier was finden. Ja. Okay. Mal schauen. Ah, eine Truhe. Antarktiswind. Oh. Sehr schön. Da geht's nicht weiter. Da ist es nur dunkel. Wow. Was sind das denn für Wirbelaugen? Sturmaugen. Ja, gut. Die machen wir mal hier hoffentlich fertig. Zack, zack. Geht doch. So. Oh, ein kritischer Treffer sogar. Das ist gut. Ich frage mich, man kann ja denen eine Rolle zuweisen. Aber... Nee, das kann man noch nicht. Das geht noch leider nicht beruflich. Das heißt, wir bleiben erstmal noch ohne weiteres Freiberufler. Gut, dann geht's nach oben. Da habe ich den richtigen Weg dann wohl gefunden. Hier ist nichts. Okay. Ist hier irgendwas? Auch nichts. Muss ich mir da Sorgen machen? Oh, wieder Mumien. Ja, komm. Die machen wir fertig, oder? Bam! Oh, wieder ein kritischer Treffer. Das ist schön. Auch ganz schön, auch so mit Pfeil und Bogen, was ich auch gut finde, dass sich die Pfeile halt abnutzen. Das heißt, ich muss immer Pfeile neu kaufen, was auch realistisch ist. Deswegen gefällt mir dieser Teil auch irgendwie, auch wenn es ziemlich schwierig sein wird. Ich lese schon allerhand Sachen zu diesem Spiel. Sagt die jetzt noch irgendwas? Hallo, ich bin Prinzessin Sarah und wie heißt du? Ich bin Kero, freut mich. Hallo? Es freut mich auch, dich kennenzulernen, Kero. Okay, da ist jemand angepisst. Gut, hier ist anscheinend nichts. Hier ist eine Truhe. Augentropfen. Okay. Sagt ihr noch was? Oh, ich sollte euch etwas über den Speicher und Schnellspeichern erzählen. Wähle Speichern im Menü, um dein Spiel zu speichern. Denk daran, dass du nur auf der Weltkarte speichern kannst. Es gibt zwei Arten des Schnellspeicherns, automatisch und manuell. Automatisch Schnellspeichern findet während des Spiels automatisch statt. Manuelles Schnellspeichern ermöglicht dir, das Spiel zu speichern, wann du willst. Manuelles Schnellspeichern ist auch in Dörfern und Höhlen möglich. Schnellspeicherdaten gehen beim Fortsetzen des Spiels verloren. Wenn du eine Pause einlegst, solltest du also speichern oder schnellspeichern. Alles klar, die gibt mir wertvolle Tipps hier. Hallo, ich bin Prinzessin Sarah. Und wie heißt du? Ich bin Kero, freut mich. Oh, da ist jemand. Da ist ja Lily ein bisschen sauer. Gut, dann höre ich mal ein bisschen auf zu flirten hier, ne? Gut, dann gehe ich hier weiter. Hier ist nichts. Also die Zoom-Funktion ist jetzt für den Arsch, wenn ich hier nichts finde. Ich finde hier gar nichts. Das ist ja wirklich Kacke. Angriffsvorteil sogar. Oh, das ist schön. Dann kann ich jetzt auf die Kacke hauen. Zack, zack. Nichts. Naja gut, dann den hier. Zack und zack. Ah, das ist schön. Super, Stufe von Kero ist gestiegen und von Lily ist gestiegen und Psycho ist gestiegen und die Berufsstufe von Kirui ist gestiegen. Super, dann gehen wir mal hier weiter, ne? Hier sieht's aus, als wenn hier ein Bossgegner wartet. Gut, der Djinn wartet. So, Leute, seid ihr bereit? Puh, ich bin's hoffentlich. Haha.
Dies ist dein Untergang, Jin. Dieser Ring wird dich für immer bannen. Ja! Es ist nichts passiert, aber warum nur? Euer Spielereien haben keine Macht mehr über mich. Jetzt, seit ich die Kraft der Dunkelheit in mir trage. Boah, was für ein Riese. Ja, gut. Dann wollen wir mal jetzt hier, ne? Eis. Und natürlich Arktiswind. Und nochmal Angriff. Bam! Arktiswind! Zack! Oh! Ja, aber hallo? So, jetzt aber Eis! Zack, zack, zack! Das war schon. Also so schwer fand ich das jetzt nicht. Die, 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 die. 1400 Gil erhalten, 50 EP. Und das ist auch nochmal was Schönes. Bei Final Fantasy 2 konnte man fast gar nicht hinterherlesen, wie so schnell wie die Texte vorbeigingen. Stufe von Ruhe ist gestiegen. Natürlich ist sie gestiegen. So, du kleiner Kobold, du kannst der Kraft des Rings nun nicht mehr entkommen. Ha! Jo! Nein! Jetzt habe ich ein Spielzeug. Was ist denn jetzt los? Eilt zum Schloss, Prinzessin, und macht euch um uns keine Sorgen. Wir werden es schaffen. Was geht hier vor? Nein! Zack, 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 okay. Wo sind wir? Dieser Ort kommt mir bekannt vor. Ich kenne diesen Ort. Das ist die Höhle mit diesem Kristall. Ich habe euch gerufen. Ihr vier wurdet auserwählt, als Krieger des Lichts und Bringer der Hoffnung. Nehmt mit euch mein letztes Licht, die verbleibende Hoffnung der Welt. Wenn ihr versagt, geht das Licht verloren und das Gleichgewicht ist für immer zerstört. Mit diesem Licht werdet ihr die Kraft der übrigen Kristalle extrahieren können. Ha! Sehr schön. Ja, sehr schön, Leute. Das war also das Intro. Ja, was soll ich dazu sagen noch, ne? Sehr schön, freut mich. Nobuo Uematsu. Den kennt man ja natürlich. Ja, den kennt man natürlich von diversen Final Fantasy Teilen. Sehr schön. Masafumi Nakahara. Ja. Ja, super, Leute. Damit beende ich mal Final Fantasy 3, ne? Nein. Also das ist halt wohl das Intro gewesen, der Prolog halt, ne? Als das Licht des Kristalls die vier durchflutete, kannten sie in seinen Willen, deine Ängste, seine Hoffnung und das Schicksal, das sie erwartete. Ihr müsst die Dunkelheit aus dieser Welt verbannen und das Licht wiederherstellen.
Ihr seid unsere letzte Hoffnung. Ach, ist das herrlich! Wow! Okay, was öffnet sich da? Du wurdest vom Licht des Kristalls erfüllt. Und somit freue ich mich des Lebens. Super! Nun geht, der Lichtkreis hinter dem Altar wird euch zurück an die Oberfläche bringen. Werdet eurem Schicksal gerecht, Krieger des Lichts. Sehr schön. Oh, und Mogri! Glückwunsch, Kubo! Nun kannst du deinen Beruf wechseln. Du kannst berufsspezifische Fähigkeit benutzen, indem du deinen Beruf wechselst, Kubo. Aber sei vorsichtig, du bist nicht sofort in deinen neuen Beruf geübt, Kubo. Du wirst jeden neuen Beruf lange genug trainieren müssen, um ihn voll auszuschöpfen zu können, Kubo. Probier es einmal. Viel Glück, Kubo. Hallo, Mogri, und tschüss, Mogri. Super, jetzt, kann ich Berufe wählen. Was habe ich denn hier alles? Krieger, Mönch, Weißmagier, Schwarzmagier, Rotmagier, Dieb. Nehmen wir mal Krieger, ne? Anzahl der verbleibenden Kämpfe 2. Alle Ausrüstungsgegenstände werden abgelegt. Yeah! Achso, Freiberufler ist 11. Achso. Na, ich bin aber kein Freiberufler. Das wäre ein bisschen komisch. So, Psycho, dich werde ich einem Schwarzmagierbereich wechseln. Yeah! Und dich... Nein! Ach Gott, ich will doch kein Mönch. Schwarzmagier. So. Hui, du kriegst... den Mönch. Und Lilly, Weißmagier oder Dieben? Dieben hat auch schon was Geiles, ne? Aber Weißmagie... Obwohl, die Dieben. Dieben wäre cool. Und was ist, wenn ich Weißmagie nehme? Ah, doch lieber Dieb, oder? Nee, Quatsch, ach. Hier, Psycho ist ja, Weißmagier. Doch nicht, das ist Schwarzmagier. Super, Lilly wäre theoretisch als Schwarzmagier perfekt registriert. Ja gut, dann nehmen wir mal das. Zack. Gut, dann haben wir jetzt unsere Rollen, ne? Gut, dann wollen wir mal gucken. Moment mal ganz kurz. Wo ist denn bitte schön? Hä? Moment mal ganz kurz, Leute. Ich muss mal ein bisschen was herausfinden hier. Jetzt habe ich wieder den Schlechter. Was für einen Beruf brauche ich denn, wenn ich jetzt Dieb wähle? Alles klar. Das heißt, ich muss erstmal eine Zeit lang das Level erstmal halten. Gut, dann, ja. Ja. Gut, Lederhut, Lederrüstung, Bronze. So. Lilly!
Lelikanu starb. Oh, da wäre doch Diebin besser. Ich glaube, ich verpasse doch den Dieb. So. Ja, es ist alles schwierig. Ich muss erstmal mich halt hier zurechtfinden. Dolch. Dolch. Lederhut. Lederrüstung. So. Psycho, kriegt jetzt Stäbchen. Lederhut. Ja, da, da. Bronzekrallen. Da er Mönch ist, kämpft er besser ohne. So, Magie kann es noch... Soll heißen... Erstmal ordnen hier. Okay, ich muss... Leute, ich muss ganz kurz. Es tut mir leid, dass es jetzt gerade so lang dauert. Ich muss erstmal alles herausfinden hier, wie was funktioniert. Ach, die kann das gar nicht lernen. Aber Weißmagie kann das lernen, oder? Scheinend. Oder wechsle ich mal zum Rotmagier. Ich glaube, bei Rotmagier... Ah, wir probieren es aus. So, So... Beruf... Ah, was ist denn los hier? So, Leute, irgendwas stimmt hier nicht. Achso. Wir lassen das erstmal so. Und rüsten ihn wieder aus. Ach, man muss immer wieder neu rüsten. Ja gut. Kann man dahinter weiter? Okay. Wie sieht das mit der Energie aus? Voll Energie. Ich muss jetzt was ausprobieren, Leute. Ein Kampf wäre mal gut. Okay, das bringt wohl nichts. So. Okay, vielleicht wenn ich den jetzt als Rotmagier. Ach so. Okay. Aha. 18, 23. Und Rotmagie beherrscht ja beides, oder? So habe ich das mitgekriegt. Testen wir das mal? Ja, es tut mir leid, Leute, dass ich jetzt gerade jetzt ein bisschen halt alles ausprobieren muss. Ja, komm. Kampf, Kampf. Kampf. Ich muss es ausprobieren, weil ich muss halt mal nachgucken. Oha, wer ist das denn?
Berserker. Ah, kann beides. Gut, dann behalte ich mal Rotmagier. So. Und das Gute an Rotmagier, der ist ja auch noch im Kampf so tätig. Super. Okay, super, dann werde ich die Formation halt nochmal ändern hier. Ach, speichern möchte ich trotzdem nochmal vorher. Ja. Okay. Gehen wir mal hier rein, ne? Ich warte lieber hier, ich möchte meinen Vater nicht sehen, jedenfalls noch nicht. Super. Ja, gehen wir mal hier rein, ne? Ich fühle mich so leer, verflucht sei der Djinn. Okay, soll heißen, Ah, da seid ihr, los, hopp, hopp! Gut. Dann gehen wir mal hier zum Schloss, da unser Luftschiff ja weg ist. Nö, steht da hinten. Ich komme ja nicht zum Luftschiff mehr. Okay. Oho, ihr seid zurück. Ruhig. Prinzessin Sarah, ich bin froh, dass ihr in Sicherheit seid. Wir müssen nur den Ring in den heiligen Quellen reinigen. Das sollte der Fluch aufheben. Die heilige Quelle befindet sich unterhalb des Schlosses. Lasst uns eilen. Okay. Dann reinigen wir mal, ne? Ja, toll. Prinzessin Sarah wirft den Ring ins Wasser. Ja, holst du die wieder? Der Fluch ist nun aufgehoben. Ihr solltet mit Vater sprechen. Pff, das war stumpf. Na, oh, König! Ihr seid zurückgekehrt. Euer Mut hat den König, das Königreich gerettet. Ich bin euch zutiefst dankbar. Vielen Dank, Euer Majestät. Doch wir müssen aufbrechen. Wir sind jetzt Krieger des Lichts. Krieger des Lichts. Hui, musst auch gehen. Ja, Euer Majestät, es tut mir leid. Ich verstehe, dann gehabt euch wohl. Ich setze meine Hoffnung in euch. Euer Majestät. Nehmt dies, es wird sich auf eurer Reise als nützlich erweisen. Boah, Ninjas oder was? König Sasuke im Bereich der Gruppe ein faltbares Kanu. Ein faltbares Kanu? So. Ich frage mich, ob das Erdbeben etwas mit der Freisetzung des Djinns zu tun hat. Nun bricht auf dass ihr eure Aufgabe erfüllt und heil wieder zurückkommt. Alles klar. Spitzenmäßig. Ja, hier übernachten. So, Leute! Lege ich noch eine Minute drauf? Ich gehe nochmal in die Stadt zurück. Ah, ich habe geschlafen wie ein Stein. LP und MP wiederhergestellt. Super. Wartet! Das ist Prinzessin Sarah. Seid vorsichtig, verspreche mir, dass ihr zu Besuch kommt, wenn eure Aufgabe erfüllt ist. Tschüss. Bei meiner Ehre, holde Prinzessin, wir werden wiederkommen. Ich, der Mönch, mit den krassen Fäusten. So. Jetzt müsste ich ja nochmal hier reingehen können. Super. Der wandernde Mekon, wollte ich gerade sagen. Der andere wandernde Makada ist jetzt wieder normal und wandert trotzdem weiter. Papa? Lilly, dir geht es gut. Dem Himmel sei Dank. Ich weine nicht, Papa. Es gucken doch alle. Das ist mir egal. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Jetzt lass uns nach Hause gehen. Moment, Papa! Spitzenmäßig. Endlich kann ich wieder in meine Arbeit in der Mistrilmine gehen. Super, Leute, dann beende ich diesen Part.
ich speichere mal wieder ab. Ich mache einen Schnellspeicher hier. So, wir sehen uns dann im sechsten Part dann wieder, weil es dann wieder heißt Let's Play Final Fantasy 3. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Haltet die Ohren steif, genießt das Wetter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.